Ja, servus Leute. Es geht heute um einen Hard-Use-Test und zwar ums Spyderco Nirvana. Ja, und ich hoffe, das Messer steckt alles weg, was ich damit vorhabe. Ja, wir haben momentan null Klingenspiel. Ja, Klinge steht komplett mittig, der Lock steht circa bei, ja, wo steht er, circa 40%. Ja, und ich hoffe, das Messer steckt alles weg. Ja, und ich würde sagen, fangen wir mal an. Ja, einmal zur Schärfe. Ich habe leider kein Papier mit, aber es reicht ja, wenn ich einen Pushcut mache, also das funktioniert wunderbar. Ja. So, ich würde sagen, ich ziehe mal Handschuhe an, weil Spyderco Nirvana ist ziemlich unangenehm ohne Handschuhe bei härterer Arbeit und einfach zu meiner Sicherheit. Und wo fangen wir an? Dose. So, schauen wir mal. Ja, man sieht ganz leicht reflektiert das Licht, oder? Ja. Ich weiß nicht, sieht man es? Da zum Beispiel ganz minimal. Ich würde sagen, das ist einmal kein Problem. Ein bisschen hacken. So. So. Also ist schon ziemlich dick. So was hat das ca. 2 cm Durchmesser oder 2,5. Ja. Ging eigentlich problemlos. Schauen wir kurz Schärfe. Ja, da vorne ist ein Pushcut nicht mehr möglich. Aber mit Schneiden geht's wunderbar noch. Ja, da vorne hat die Schärfe nachlassen. Aber da hinten, ja, ich sage mal, Gebrauchsschärfe ist auf jeden Fall da. Gut, schauen wir weiter. Thank you.
bisschen Beton hin. Also das muss ich schon sagen, das geht mit der Klinge extrem gut, das Batonen, weil das Holz wird sofort gespalten, weil wir eben gleich da die volle Klingenstärke haben bei der Hälfte. Ja, und das macht sich da halt schon bemerkbar. Also das spaltet wirklich schön. Ja, also gut, ich muss sagen, das Holz ist ziemlich weich. Schauen wir mal da. Schon anstrengend. Boah. Gut. Ich würde sagen, das reicht einmal. Ja. Also. Die Spitze. Ich glaube, man sieht es, die ist noch voll intakt. Also. Da gibt es wirklich nichts. Gut, ich glaube, bei der Spitze wird nicht viel passieren. Das habe ich mir schon gedacht. Und gut, das Messer ist für den taktischen Bereich. Also ich nehme mal an, dass für den taktischen Bereich entwickelt worden ist. Und da muss so ein Messer das schon aushalten können. Ja, schaut jetzt da ein bisschen wild aus da, aber das werden wir dann eh sehen, wenn ich es einmal putzt habe, das Messer. Ja. So. So, wir haben jetzt da Klingenspiel. Aber ich nehme mal an, dass sich da einfach die Schrauben ein bisschen gelockert haben. Das war bei meinem CT genauso. Aber es ist nicht schlimm. Auf und ab absolut gar nichts. Der Lock steht nach wie vor bei 40%. Ja, und das Einzige, ich glaube, die Schneide hat sich leicht umgelegt auf ein paar Stellen.
Mal schauen, ob das dann wieder weggeht mit dem Schienensbrett oder ob ich es komplett neu schärfen muss. Also da muss ich sagen, bin ich ein wenig enttäuscht vom S90V. Also ich sag mal so, es ist noch gebrauchsscharf, aber rasieren keine Chance mehr. Also vor allem da vorne, da kann ich jetzt so drüber fahren. Ja. Ich sag mal, es hat die Rasurschärfe verloren. Natürlich kann man ganz normal schnitzen noch. Ist kein Problem. So. Aber ich würde sagen, ich mache da noch ein bisschen weiter. Also es schneidet noch, aber eben so ganz einfach geht es nicht mehr durch. Also ja. Wobei ich auch sagen muss, das ist schon widerstandsfähiges Seil. Ja. So, ich würde sagen, das war's und wir sehen uns gleich drinnen. Ja, ich bin wieder zurück. Ja, ich habe mir das Video jetzt angeschaut und habe feststellen müssen, dass das Mikrofon, wie ich meinen Hammer auf die Klinge gehauen habe, dass das einfach das Ganze nicht umsetzen konnte. Da sind richtig komische Knacksgeräusche drin. Das werde ich euch einfach auf stumm schalten, die Ausschnitte halt. Und ja, weil wenn man das mit Kopfhörer hört zum Beispiel, ist das sicher nicht angenehm. Ja, ich sage mal, kommen wir zum Fazit nach diesem Test. Also, was mir richtig gut gefallen hat, ist einfach das gestrahlte Finish auf der Klinge. Weil ich habe eigentlich im Vorhinein schon gedacht, oje, das ist gestrahlt und werden sicher viele Kratzer danach drin sein. Ja, keine Frage, es sind jetzt Kratzer drin. Aber Leute, ich habe damit eine Dose geschnitten, habe damit Baton, ihr habt ja vorher gesehen, wie die Klinge ausgeschaut hat. Also das, Hut ab, also das finde ich echt gut. Ja, leider schon negativ jetzt da wieder. Ja. Die Schärfe. Also die Schärfe hat ziemlich nachlassen. Ich habe es jetzt davor noch übers Jeansbrett gezogen. Und ich glaube, ihr seht es. Da sind lauter kleine Ausbrüche drin. Da ganz viele Mikroausbrüche. Da wieder was Größeres. Das sieht man so nicht. Also es ist wirklich minimalst, aber es reicht schon, dass wenn ich jetzt Papier schneide, dass das extremst reißt. Also ihr dürft, man darf es dann nicht, ja, wie soll ich sagen, Gebrauchsschärfe ist da. Nur es ist ärgerlich, wenn man weiß, dass man da so viele Macken jetzt gerade in der Klinge drin hat und das nicht wirklich schnell rausbekommt. Eben geschuldet dem S90V, weil der einfach so spröde ist und ja, ziemlich schwierig zum Schleifen, also schnell übers Jeansbrett ziehen, wenn man Ausbrüche, also so Mikroausbrüche hat, na, das funktioniert nicht. Ja, finde ich schade. Ich finde einfach, dass Spyderco da nicht unbedingt den S90V nehmen hätte müssen, sondern da hätten L-Max oder S35V ihn auch gereicht, weil man da einfach für den Alltag einfach ja viel besser. Also ich komme damit viel besser klar. Meine persönliche Meinung. Ja,
Ich sage mal so, der S90V hält sicher die Kante extremst lang, wenn man das Ganze normal im Alltag verwendet und ist dann nicht unbedingt wie ein Verrückter aufs Holz einprügelt und Dosen schneidet. Ja. Gut, Klingengeometrie ist bei dem Test, also für den Test war es richtig gut, weil wir einfach da schon die volle Klingenstärke haben und beim Spalten, das hat man richtig gemerkt, ein Schlag und das Holz ist meistens schon bis unten, ja, auseinanderbrochen. Das finde ich richtig gut für solche Arbeiten, aber ja, für einen normalen Alltag ist der, also ist die Klingengeometrie nicht wirklich brauchbar, finde ich. Sicher, man kann damit schneiden, aber wenn man es dann Apfel schneidet, spaltet man den mehr als, ja, als was man schneidet. Und wenn man schnitzen tut mit dem Messer, ist halt auch nicht so optimal. Vor allem, weil das da hinten so stark drückt. Also weil das einfach so dünn ist und das drückt halt dann da hinten beim Greifen. Ja. Dafür ist halt wieder extremst schlank und in der Hosentasche, es trägt überhaupt nicht auf. Ja. Okay. Es ist immer so ein Hin und Her. Einerseits ist gut, einerseits ist schlecht. Das ist halt, ja. Und richtig mies, was ich jetzt da finde nach dem Test. Ich habe dann die Klinge einfach geschlossen. Und also circa in der Hälfte, habe ich mir gedacht, hey, habe ich da ein zweites Detent-Hole drin in der Klinge? Weil einfach die Klinge auf einmal stehen geblieben ist, wie wenn der Detent greift und dann wieder ja, weitergegangen ist. Dann habe ich mir gedacht, okay, das sollte nicht so sein. Ja, habe das jetzt da zerlegt und musste feststellen, dass die Unterlegscheiben, ich habe euch ja im letzten Video, also wer mein Inside-Video gesehen hat, der sieht, dass die hauchdünn sind. Und die dürften bei den ganzen Hebelarbeiten der ganzen seitlichen Belastung nicht, ja, stand, also die haben das halt nicht ausgehalten. Und ich habe jetzt da in die Unterlegscheiben so kleine Punkte, also so kleine Dellen drin von den Kugellagern. Ich werde euch da jetzt ein Bild einblenden. Ja, also ich denke, man hat es eh gut gesehen. Das ist einfach ein riesiger Nachteil, finde ich. Warum verbaut man da nicht einfach, keine Ahnung, zumindest einen halben Millimeter dick? Das hätte schon gereicht. Aber diese hauchdünnen Blättchen, das ergibt keinen Sinn bei so einem Messer. Ja, ich werde schauen, dass ich mir da vielleicht bei Spyderco welche bestellen kann. Oder, ich meine, es funktioniert, ihr seht es eh. Also es ist ja weg jetzt da wieder. Ich weiß nicht warum, ich kann es euch nicht erklären. Also die Klinge fällt ganz normal wieder. Das Klingenspiel ist auch wieder weg. Das ist ganz normal über die Achsschraube weggegangen. Der Lock steht genauso wie vorher bei 40%. Also da hat sich nichts verändert. Also Klinge fällt. Also da gibt es wirklich nichts. Nur es ist halt komisch, warum es vorher nach dem Test so war. Ja, ich kann es euch. Ja. Keine Ahnung. Ja, und noch ein riesiger Minuspunkt ist einfach der Preis. Ich finde einfach, dass das Messer ein wenig überteuert ist. Klar, wir haben ein Peter Recente Design, wir haben einen Integralgriff S90V, aber wenn wir da jetzt da einen S35V genommen hätten und normale Unterlegscheiben statt Kugellager, wären wir da sicher wieder günstiger gefahren und ja, also ich finde einfach das Messer an sich, von mir bekommt es keine Kaufempfehlung, muss ich ehrlich sagen, weil erstens der Preis, zweitens harte Belastung und die Unterlegscheiben haben Dellen drin, das Messer drückt beim Schnitzen, die Klingengeometrie ist nicht so gut und der S90V ist zwar sehr spröde, ich meine, der wird sicher lang die Schärfe halten, wenn man normal damit umgeht, aber bei härteren Aufgaben, ja, ist er halt sehr spröde. Und das Nachschärfen ist auch nicht gerade so toll. Ich fand es jetzt nicht so schlimm am Apex, aber ja. Gut, ja, das war's eigentlich zu dem Messer. Ich glaube, ich werde dann jetzt kein Video mehr machen. Es gibt eh unzählige Vorstellungen von dem Messer, technische Daten, falls es irgendwer wissen will, der kann ja die anderen Videos anschauen. Ja,
Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ja, genau, Sticky Lock war ja auch noch am Anfang gut. Das ist jetzt dann mit Edding und Blei weggegangen. Also, ja. Also, Kaufempfehlung kriegt das Messer von mir definitiv nicht. Und ja, das war's. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.